Moin, moin, ihr Matrosen. Hier ist wieder der Klabautermann zu einer neuen Folge von DayZ. Ich bin in diesem Medical Camp oder Jugendcamp oder was auch immer das ist und verschaffe mir erstmal einen Überblick, inwiefern währenddem hier der Server Restart war und ich offline war, vielleicht hier wieder irgendwelche Zombies gespawnt sind. Aber es scheint auf den ersten Blick noch alles ruhig zu sein. Aber hier liegen noch die Streichhölzer, die ich mitnehmen kann. Da habe ich noch einen freien Slot. Das ist doch schon mal was wert. Können wir vielleicht nachher noch ein Feuerchen machen. Ich laufe jetzt mal an den Rande des Camps. So ein bisschen einen Blick auch in die Ferne werfen zu können. Da draußen irgendwo irgendwelche Viecher sind. Aber das sieht immer noch alles sauber aus. Scheint sogar noch der Serverstand zu sein vom letzten Mal. Also hier liegen zumindest noch die gleichen Items rum. Da hatten wir letztes Mal ja einen Bluttest gemacht. Ich habe mittlerweile nachgeschaut. Also der Bluttest lautet auf Blutgruppe AB positiv. Und das ist für mich sehr von Vorteil. Weil das eine Blutgruppe ist, die gegen alle anderen Blutgruppen keine Antikörper hat. Das heißt, wer immer mich irgendwann in irgendeiner Situation retten will, kann mir eine Blutinfusion geben und ich habe dann keine Abwehrreaktion gegen dieses Blut. Ich poste mal einen Link in die Videobeschreibung, wo man da noch mal ein bisschen nachlesen kann, wenn einen das interessiert, wie das mit den Blutgruppen im echten Leben funktioniert. Und genau so haben sie das hier bei DayZ auch nachgebaut. Ja, dann glaube ich, kann ich mir hier einfach mal einen Ort suchen, wo ich ein paar Pflanzen anpflanze. Dafür muss ich das Werkzeug, was ich hier in dem Kochtopf drin habe, in die Hand nehmen. Ist ja doof jetzt. Legen wir mal die Shotgun weg und den Topf in die Hand. Und dann trage ich den mal hier rein. Und leg den hier mal möglichst in die Mitte des Hauses. Lege ich den Topf ab und hoffe, dass er nicht despawnt. Damit ich nämlich diese Axt in die Hand nehmen kann. Die ist so lala tauglich als Waffe, aber sie ist tauglich Make a Garden Plot. Also um ein Feld anzulegen. Und hier ist der Garden Plot. Und da müssen wir jetzt noch jeden einzelnen Slot, also jedes einzelne dieser neun Felder, na, müssen wir noch preparen. Und jetzt hat er dabei einen Regenwurm gefunden. Oder sie hat einen Regenwurm gefunden. Und man sieht unten rechts, der Slot sieht so ein bisschen aus als die anderen. Und jetzt hat auch der, wo wir drauf sitzen, hat sich verändert. Also er fängt von unten rechts an und macht dann alle Garden Plots in diesem Neunerfeld, bereitet davor. Und dann werden wir endlich unseren Dünger los und können die ganzen Slots noch düngen. Und dann können wir sie wässern und können die Pflanzen da reinpflanzen. Also erstmal ein großes Feld anlegen, dann die einzelnen Plots beackern. Und dann düngen, wässern, pflanzen.
Das ist so das Vorgehen, um ja, Früchte, Gemüse selbst anzupflanzen. Und ihr seht, das ist ein bisschen zeitaufwendig und man hat immer das Risiko, dass einem jemand von hinten anspringt. Von daher bin ich ganz froh, dass es hier scheinbar keine Zombies gibt. Sonst habe ich das immer nur noch weiter außerhalb in irgendwelchen Wäldern gemacht und nicht in der Nähe von Siedlungen. So. Jetzt können wir mal in unser Inventar gehen und können das austauschen und können Fertilize Soil machen, wo er dann einfach da unten rechts hat er wieder angefangen. So, dass wir jetzt in jeden Slot etwas Dünger reinschütten können. So, bringen wir den Rest mal darüber. Ich habe keine Ahnung, wie viel noch übrig ist. Ja, und er ist scheinbar auch despawned. Das ist ja doof. Manchmal findet man den dann noch so im Umfeld von dem Ort, wo man ihn abgelegt hat. Das ist irgendwie noch ein bisschen buggy. Ja, also ist instant inspawned, despawned. Gut, jetzt muss ich selber austesten, ob ich zuerst die Pflanzen einpflanzen muss. Das lässt er mich noch nicht machen. Also schnappe ich mir meine Wasserflasche und sage nicht drink. Okay. Da bin ich mir jetzt unsicher, in welcher Reihenfolge. Aber hier bietet er mir nur drink und empty an. Dann schnappe ich mir nochmal eins von diesem Päckchen. Vielleicht war ich da nicht präzise genug mit dem Zielen. Das habe ich trotzdem in der Hand. Und dann muss ich das nochmal unterhaken. Prepare slot for planting. There are no free slots. Okay. Dann plantet doch jetzt auch was. There are no free slots for digging. Oder habe ich es in der falschen Reihenfolge gemacht und hätte ich hinterher... Ich nehme mal eine andere Wasserflasche, vielleicht... Drink all? Nein, cancel. Ich kann drink all und empty vessel machen. Also gut, probieren wir das Ganze einfach nochmal. Wir machen nochmal so einen Slot. Also so ein Mega Garden Plot. Und bereiten da dann mal nur ein dieser Plots vor. Prepare some slot for planting. Das müsste es da unten rechts sein. Hat er noch einen Regenwurm gefunden. Den kann man übrigens später zum Angeln nehmen. Okay, war der oben links und dann probiere ich mal, ob ich da was reinpflanzen kann. Oder ist die Qualität zu schlecht? Ne, ist pristine. Jetzt müssen wir die Regenwürmer stacken, weil er sonst das Ding nicht wegpacken kann. So. Müssen wir den etwa zuerst... Bin ich denn doof? Empty the pack. Okay. Und wo habe ich jetzt die Samen? Da. Okay, so realistisch haben sie das, dass ich wirklich jetzt die Verpackung erst aufmachen muss. Okay. Plant a seed here. Habe ich noch einen? Plant a seed here. Dann habe ich mal drei Kürbisse gepflanzt. Die restlichen können wir wegpacken.
Dann machen wir auch das auf. 10 Tomato-Seeds habe ich. Machen wir in der Mitte die Tomaten. Okay, der ist verrutscht. Und dann machen wir die Zucchinis auch auf. Empty. Und machen wir da eine hin. Okay, das macht er scheinbar jetzt völlig random. Und dann sollten wir nochmal eine Tomate nehmen. So, jetzt müsst ihr voll sein. Ja. Und jetzt kommt das Wasser. Also alle Fässer, alle Felder noch einmal watern. Nee, das will er nicht. Da, da war ihm was. Water the plant. Aha. Ne, jetzt hat er getrunken. Das scheint gerade so ein bisschen schwierig mit dem Zielen zu sein. Da war doch Water the Plant. I've watered the plant. Also eine ist gegossen, noch eine ist gegossen. Noch eine ist gegossen. Da muss man höllisch aufpassen. Das springt manchmal auf Remove the Plant um. Okay, jetzt sagt er mir, ich habe nicht mehr genug Wasser in meiner Bottle. Also gehen wir die nochmal auffüllen. Water the plant. Dann macht er nur noch Remove. Die dürfen wir nochmal wässern. Die können wir auch noch wässern. Die können wir auch noch wässern. Die können wir nur removen. Jetzt haben wir, glaube ich, alle. Ja. Also Remove würde sie jetzt wirklich einfach kaputt machen. Drink. Und da können wir was trinken. Nee. Das war übrigens eben eine ganz schöne Ansicht. Ich bin energized, hydrated und healthy. Das heißt, ich bin in dem Modus, wenn ich jetzt verletzt wäre, würde im Moment, weil ja, ich so gut genährt bin sozusagen, würde mein Blut sich regenerieren. Und da ich das gerade nicht brauche, also voll geheilt bin, zeigte mir das an, dass ich healthy bin. Ja, das Ganze können wir einfach hier wachsen lassen. Ich gehe jetzt einmal mir ein paar Chopsticks, ein paar Äste schlagen. Die sollte ich auch aufnehmen. Habe ich da keinen Platz? Ach, guck an, er hat den Gartenleim einfach nicht abgelegt, deswegen war der plötzlich weg. Dann stellen wir die mal hier an den. So, dann sollten wir auch die Möglichkeit haben, hier, wenn wir sie wiederfinden. Wenn man hier stand, hat das. Da liegen sie. Die Sticks mitzunehmen. Yep. Und dann können wir aus den Sticks und den Racks könnten wir eine Fackel, einen also Splint, das ist, wenn ich mir mein Bein gebrochen habe, oder ein Fireplace craften. Ich mag gerne das Fireplace craften, aber ich wollte das gerne mitnehmen.
Jetzt ist das so riesig. Kann ich es in die Hand nehmen? Ja, das geht. So, hier sehen wir beim Vorbeilaufen, da wachsen die ersten Dinge. Das, was ein bisschen tricky ist an diesen... Okay, hier kann er den Fireplace nicht hinsetzen. Was so ein bisschen tricky ist an diesen Pflanzen, ist, dass... wenn ich sie zu lange aus dem Auge lasse, also sie werden jetzt wachsen, werden größer werden und irgendwann sind da die Früchte, die ich ernten könnte. Und ich würde gern hier das Fireplace hinsetzen, den Fireplace. Irgendwann sind die Früchte so reif, dass ich sie ernten könnte und dann muss ich auch schnell sein, weil wenn ich dann sie nicht ernte. Oh, irgendwo habe ich meine Axt verloren. Da liegt sie, Gott sei Dank. Sorry, dass mein Satz so zagt ist, aber die Axt... okay, jetzt hat er es auf den Rücken genommen. So, jetzt haben wir den ganzen Satz. Also, wenn ich die Pflanzen nicht rechtzeitig ernte, dann werden die Früchte irgendwann faul. Also man sieht hier, dass die ich ganz rechts gepflanzt hatte, ich glaube, das waren die Kürbisse, die wachsen schon relativ schnell. Die Pflanzen an den langen Stangen wachsen nicht so schnell. Und im Moment könnte ich, wenn ich auf Remove Plant klicke, dann macht das einfach nur kaputt. Und ich muss also den richtigen Zeitpunkt abpassen, um die zu ernten. Ja, und was ich jetzt mache, ist, dass ich mir Feuerholz... Fälle, aber vorher habe ich mir hier ein bisschen, wo ist es denn? Hat doch gerade gesagt, I found something. Hat er wohl nicht. Also ich habe hier zur Auswahl, ich kann fällen, ich kann einen Branch abcutten oder ich kann Rinde abcutten. Ach, das andere habe ich auf dem Rücken. Okay, also ich habe mir einen langen Stock habe ich mir abgemacht, einen Longwooden Stick und habe mir jetzt hier auch etwas Rinde abgemacht und mache mir mit der Rinde und den Wooden Sticks einen Hand Drill. Das ist der hier. Damit kann ich dann gleich wirklich Feuer machen und jetzt fälle ich einfach den Baum. Dafür braucht es ein paar Schläge. So, jetzt fällt der Baum um und müsste mir eigentlich Holz da lassen. Jetzt ist der irgendwie außerhalb dieser Begrenzung hier gefallen. Muss ich den jetzt noch klein schlagen? Wo ist er denn hin? Okay. I have chopped some firewood. Aha. Wo ist denn mein Firewood? Ach, da liegt's vielleicht. Genau, da habe ich's. Also, was ich mit diesen langen Sticks machen kann, ich meine, ich könnte daraus Fackeln machen. Wie heißt das denn? Hier ein Firewood in der Hand oder habe ich da mehrere? Ich meine, ich könnte daraus eine Angelrute machen. Aus dem langen Stock. Und er ist angeblich relativ effizient. Er ist relativ effizient, was als Nahkampfwaffe. Wobei ich das bis jetzt nicht ausprobiert habe, das habe ich nur gelesen. Und da, wo ursprünglich der Baum stand, da lag eben noch das Firewood. Aber ich habe, glaube ich, alle drei dicken, kräftigen Äste habe ich mitgenommen. Also, was ich jetzt hier habe, ist ein Feuerplatz.
der Anzündmaterial hat infolge dieses Racks, der also Racks und Wooden Sticks, die machen, dass man das anzünden kann. Und das Firewood sorgt dann dafür, dass es auch eine Weile brennt. Und mit dem Hand Drill, den ich mir eben gebaut habe, kann ich das Ganze leiten. Also jetzt macht er da Feuer. Und wenn ich Glück habe, geht es auch an. Da es gerade nicht regnet, müsste ich eigentlich Glück haben. Mal sehen. Ja, hat funktioniert. Sieht natürlich nachts viel eindrucksvoller aus. Aber hier brennt jetzt erstmal Feuer. Das wäre zum Beispiel gegen feuchte Kleidung, wäre sowas gut. Muss ich gerade mal schauen, ob ich hier noch irgendwas habe. Nee, das ist alles einfach nur pristine und gut. Ja, also gegen Unterkühlung und gegen Unterkühlung und gegen feuchte Klamotten hilft das Feuer. Und jetzt kann ich mir aus dem Draht und diesem Wooden Stick eine Snare Trap bauen. Da muss ich gestehen, weiß ich nicht so genau, wo ich die hinstellen muss. Ich stelle die einfach mal ein bisschen weiter weg von dem Ort, wo ich bin. Vielleicht fange ich einen Hasen. Deploy a Snare Trap. Okay, da steht dieser Ast vor dem Eingang von der Hütte. Vielleicht hängt da nachher ein Hase drin. Das hatte ich noch nie, das weiß ich nicht. Ja, aber unsere Pflanzen wachsen weiter. Hier bei den Kürbissen hängt auch schon irgendwas dran, aber ich kann immer noch nur sagen, remove plant, das heißt, die sind noch nicht so weit, dass man sie ernten kann. Auch da remove plant und auch da nur remove plant, das heißt, die müssen noch ein wenig weiter wachsen. Ja, in der Zwischenzeit haben wir das wärmende Feuer. Ich könnte versuchen, ob ich aus den vielen Racks, die ich habe, aber nee, ich glaube, da bräuchte ich noch mehr. Ab einer gewissen Menge Racks kann man sich da improvisiertes Seil draus machen und da kann man sich, wenn man einen Angelhaken findet, dann auch eine Angel draus basteln. Da sieht doch schon was aus, als ob es sehr fertig wäre. Collect crops and plant. Und da habe ich zwei Zucchini. Und habe Plant Material. Da muss man irgendwie, muss man damit noch damit muss man irgendwie noch den Fertilizer auch auf natürlichem Weg herstellen können. Achso, jetzt habe ich noch eine weitere Zucchini hier einfach in der Hand. Muss ich mal gucken, dass ich hier irgendwie mir einen Platz noch dafür frei mache, dass ich die aus der Hand rausnehmen kann. Weil jetzt natürlich auf einen Schlag relativ viele Früchte fertig werden. Hier sind sozusagen auch die große Menge Kürbisse fertig. Und was eine Neuerung ist, ist, dass man sie wohl in Scheiben schneiden kann und dabei kommen dann neben den Pumpkin Seeds auch noch, neben den Slices auch noch neue Früchte raus. Ich kann mal versuchen, was passiert, wenn ich so einen Kürbis ins Feuer lege. Na, das will er nicht. Doch, jetzt ist der Kürbis im Feuer. Ist jetzt warm. Jetzt wird er warm, also der verbrennt mir einfach nur. Ja, hier drüben liegt jetzt noch ein Kürbis, die spawnen halt irgendwann, die Dinger. Also sammeln wir mal jetzt alles ein und schmeißen die Früchte hier hin. Ich hatte eben hier noch die drei Zucchini. Da haben wir die Tomaten. Und immer zwischendrin wieder dieses komische
Plant Material. So, die Tomaten wegschmeißen. Es kann jetzt auch schon sein, dass wir das, dass uns das auch passiert, was manchmal halt passiert, dass nämlich ich jetzt zu langsam bin mit dem Ernten und genau, da ist es schon passiert. Die sind schon rotten, die anderen auch. Dann ernte ich jetzt schnell mal noch die Kürbisse, bevor die auch verfaulen. Kann ich wieder dieses Plant Material wegtun. So ein ganzer Kürbis. Oh, er nimmt halt richtig viel Platz ein. Da gucke ich mal, dass ich die auch wieder slice. Ups, wegschmeißen wollte ich es nicht. Ja, dann haben wir noch einen ganzen Kürbis und haben hier noch die Kürbisscheiben und einen Haufen Kürbissamen, der daraus geplumpst ist. Ich habe gelesen, das probiere ich jetzt auch mal, so eine Zucchini aufzuschneiden. Da kommen dann nur Zucchini-Samen raus. Ich glaube, die drei waren das. Okay, der kann nur auf 20 stacken. Ja, hier haben wir jetzt noch einen. Dachte ich eben. Ach, hier sind auch Zucchini-Samen noch auf dem Boden. Tomaten auf dem Boden. Und dieser eine Kürbis noch. So, also das ist so die Ausbeute von einem Beet. Ist jetzt total schade, dass keiner da ist, um mir beim Essen zu helfen und dass ich zu langsam war, um zu ernten. Also ich gucke jetzt hier mal noch rein. Da sind... Ah ne, die sind ja in Ordnung. Die Zucchinis, die da rausgekommen sind. War ich scheinbar doch nicht zu spät. Gucken wir gleich mal noch, was mit den anderen Dingen ist. Wo ich den Verdacht gerade hatte, dass die schon rotten sind. Und ich hätte gern meine Axt wieder mitgenommen. Dankeschön. Hä? Ich hab ja eine noch im Gepäck gehabt. Die habe ich in einem der Hochhäuser gefunden. Und die hat sich eben gerade verselbstständigt. So. Da war auch diese. Ah ja, genau. Da haben wir jetzt eine Ladung verrotteter Zucchinis. Die lasse ich hier. Die kann man, glaube ich, nur noch aufschneiden und kann sich die Zucchini-Samen rausholen. Das geht noch. Also da könnte ich jetzt meinen Zucchini-Samen-Vorrat auf Vordermann bringen. Was ist mit den Tomaten? Ja, die sind auch völlig kaputt. Die könnte ich aber auch einfach so weit stacken, dass ich lustiges Geräusch, dass das sich genauso anhört, wie wenn ich wenn ich Patronen stacke. Ja, und lustigerweise, das, was da drüben ich jetzt neben das Feld gelegt hat, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das immer noch gut genießbar ist. Also nur das, was an der Pflanze dran ist und an der Pflanze dran sozusagen verrottet, das ist nachher das Ungenießbare. So, jetzt haben wir 19, 20 und 47 und haben hier noch eine Portion stehen. Nicht E-Tomato, nein. Ah, wir haben ja nämlich noch eine verrottete in der Hand. Ich wollte es nur abernten. So. Das müssen wir dann nur weit von uns schmeißen, dass wir es nicht aus Versehen verwenden nachher. Die schmeißen wir auch mal dahin.
Dann haben wir wieder genug Inventar frei, wo wir uns jetzt den Garden Lime mitnehmen könnten und könnten dann weiterziehen und uns da das nächste Feld bauen. Ja, das hier ist jetzt total schade. Ich glaube, das ist was, was ich jetzt hier in meinem Daisy mache, dass ich da einfach mir... Ich glaube, Zucchinis sind ganz gut zum... Da kann man zweimal von essen. Und bin jetzt echt vollgeladen mit gut Mampf. Ja, das Feuer selbst ist aus. Der Fireplace ist noch warm. Und meine Pumpkin Slices, die ich reingeschmissen habe, sind ruined. Also da scheint nicht wirklich viel bei rumzukommen, wenn man die erwärmt. Ich habe gelesen, bei Dosen, die man erwärmt, da sei das ganz sinnvoll, ganz hilfreich. Und hier die Zucchini, die ich esse, die müsste mir jetzt sowohl Flüssigkeit als auch Nahrung geben. Werden wir gleich sehen, was passiert. Ja, Hydrated ist auch wieder quasi noch eins grüner geworden. Ich esse mal noch einen, ich esse mich also richtig satt. Und schaue jetzt natürlich mal noch in meine Hasenfalle, sobald ich hier fertig gegessen habe. Ob da noch irgendwas sich drin verfangen hat. Nee, das ist einfach nur eine Hasenfalle. Jetzt bin ich mir unsicher, ob ich das an der falschen Stelle aufgestellt habe oder ob sie einfach nicht ausgelöst hat. Oder ob ich näher rangehen muss, um zu sehen, ob da was drin ist? Nee. Die sehe ich gar nicht. Das ist in meinem Inventar. Die kann ich nur, wenn ich sie anklicke, kann ich sagen, ich will sie nehmen. Und die ist noch pristine. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein klein wenig ratlos. Die nehme ich, glaube ich, einfach mal mit. Und die Paramedic-Jacke lasse ich hier. Habe ich auch noch ein bisschen Platz für Essen. Und pack dann noch eine der Zucchinis rein. Ja, jetzt gerade habe ich gesehen, die war worn. Jetzt kriegen also auch die... Ah, nee. Ich dachte, die am Boden lagen. Ah, ne, auch die ist pristine. War irgendwas anderes, war worn, wo ich drüber gegangen bin. Ja, also da so viel zum Thema Selbstversorgung. Also wir haben jetzt zwar keinen Hasen gefangen, wir haben aber volle Taschen, was Essen angeht. Wir sind voll gefuttert, wir haben ganz viel zu trinken dabei. Sind gut ausgerüstet, haben ein Feuer gemacht. Und ich würde sagen, ich mache mich jetzt auf den Weg in die nächste Stadt. Das lasse ich hier einfach so liegen. Hier kann ich mal überlegen, ob ich von den Klamotten noch irgendwas mitnehme. Ach, und meinen Topf muss ich wieder mitnehmen. Okay, das muss ich doch noch umpacken. Weil... Okay, das ist genau das passiert, was ich befürchtet hatte. Der Topf ist despawned. Ja, blöd. Damage Spaghetti darf hier bleiben. Oder bin ich im falschen Haus? Vielleicht war ich auch hier drin. Nee. Das sah schon so aus, oder? Oder war ich noch eins weiter? Nee. Ja, dann ist der Topf, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre und der da drüben steht. Doch, der steht da drüben. Ja, ist nicht despawned. Er käme auch auf so eine Idee. Dann packe ich die eine Zucchini da rein. Esse die andere auf die Gefahr hin, dass mir schlecht wird.
und habe dann Platz, um den Topf wieder in mein Inventar zu stecken. Das sieht doch gut aus. Da steht nochmal, was das für ein Camp war oder ist. Natürlich auf Russisch. Letnie Lager. Lager. Stronitel. Stronitel. Also es sieht von dem Bild her eher aus wie irgendwas für Kinder. Vielleicht so ein Naherholungslager für Kinder. Ansonsten ist hier vielleicht jemand unter euch, der des Russischen mächtig ist. Dann würde ich mich über eine Übersetzung freuen. Ja, da muss ich einen Schnitt setzen, sonst wird das Video insgesamt zu lang. Also gerne die Übersetzung für das Schild in die Kommentare zu dem Video rein. Ansonsten freue ich mich über eine Bewertung, einen Daumen hoch, Rückfragen oder ein Abo für den Kanal. Sage für heute Tschüss, auf Wiedersehen, bis demnächst, der Klabautermann.